Der Baum der Götter, ja, den diese Monster plündern und entweihen. Go! Carry a warning of what you have seen to the other shufflers. Geh, warne die anderen Schlürfer vor dem, was du hier gesehen hast. Seine Zunge peitscht aus seinem Mund wie eine zerrissene Luftschlange. Welche Warnung soll ich denn ausrichten? That shufflers must not disturb these roots, or the gods will destroy the islands again. Dass die Schlürfer die Wurzeln nicht stören dürfen, oder die Götter werden die Inseln erneut vernichten. Die Naga zischen zustimmt. Heißt das, dass die Götter das Todesfeuer schon einmal zerstört haben? Überrascht entblößt er seinen zerbrochenen Fangzahn. Do your stories say nothing of the many disasters? Of the shuffler nests washed away like foam? Erzählen eure Geschichten nicht von den vielen Katastrophen, von den Schlürfernässern, die vom Schaum davongespült wurden? Many generations ago, the sand-striped ones built great hives across the islands and bastions around the Ardra roots. Viele Generationen zuvor haben die Sandgestreiften große Schwarmstöcke auf den Inseln errichtet. Festung an den Wurzeln des Adra. Auf diese Worte hin zischen die anderen verärgert. Wer sind diese Schlürfer, die du ständig erwähnst? Er zischt ungeduldig. Your kind. Many different types. Some fleshy or hairy. Others striped in the colors of sand or sea. Deine Art. Viele verschiedene von euch. Manche fleischig, manche pelzig. Andere gestreift in den Farben des Sandes oder des Ozeans. All stumble and shamble like sunblind hatchlings. Alle stolpern und watscheln wie von der Sonne geblendete Schlüpflinge. Aha. Sandgestreift, damit meinst du die Huana? Their ancestors, yes. Ihre Vorfahren, ja. The Nedling displeased the gods. So the gods smashed their works with heaving volcanoes and crashing waves. Ihre Einmischung empört die Götter, also haben diese ihre Werke mit gigantischen Vulkanen und krachenden Wellen vernichtet. Seine Perlen- und Armreife rasseln, als er seine Hände mit einem lauten Klatschen zusammenführt. Wie konntest du das wissen? Das hört sich ganz nach den Göttern an. Also denkst du, dass die Geschichte sich wiederholt? Die Götter sind mehr als hasserfüllte Riesen, weißt du? Yes, for all they do has purpose. Ja, denn alles, was sie tun, hat einen Sinn. They lie coiled, quiet, until the shufflers stumble where they should not. Then they strike fast and fierce. Sie lauern zusammengerollt, leise, bis die Schlürfer dorthin stolpern, wo sie nicht sein sollten. Dann schlagen sie zügig und unbarmherzig zu. Our ancestors hid deep, where the waters quenched the fires and muffled the storms. They remembered, while shufflers scattered. Unsere Vorfahren verstecken sich in der Tiefe, wo die Wasser das Feuer löschten und die Stürme dämpften. Sie erinnerten sich, während die Schlürfer sich zerstreuten. Now, the shufflers build again. Jetzt bauen die Schlürfer wieder. Er steckt mit seinem Schwanz wuchtig auf dem Boden. The gods see. They will tear them all down. Die Götter sehen, sie werden es alles niederreißen. Ja, Berat schickt mich. Ich bin hier, um den Willen der Götter auszuführen. Eotas ist gekommen, um zum Adra zu gelangen, nicht um alle zu bestrafen. Ich bin ein Wächter, ich kann den Adra wiederherstellen, wenn du mich nur heranlässt. Nehmen wir mal das erste. The shuffler's tongue is thick with blasphemy. Kill him now, Sukarn. Die Zunge des Schlürfers ist dick vor Respektlosigkeit. Töte ihn gleich, Sukarn. Die andere Nage verkrümmt sich, als würde sie sich vorbereiten anzugreifen. Sein Schweiß peitscht auf dem Boden, während er dich begutachtet. Then give us proof. Wenn eine fette Zunge die Wahrheit spricht, dann beweise es uns. Was wäre das für ein Beweis? I tell you, thick tongues lie. Forked tongues do not. Ich sage dir, dicke Zungen lügen, gespaltene Zungen nicht. If what you say is true, then surely you can speak with the dead. Wenn das, was du sagst, wahr ist, kannst du sicher mit den Toten sprechen. Er neigt seinen Kopf zur Seite, um dich mit einem Auge zu begutachten. I believe your words, only if I hear them from the tongue of my own people. Ich glaube deine Worte nur, wenn ich sie von der Zunge meines eigenen Volkes höre. Da ist es ja gut, dass wir Janas Seele mitgenommen haben. Janas Seele ins Ziel ziehen. Hör gut zu, Sukarn. Janas helle, schmeichelnd, schemenhafte Gestalt erscheint und die andere Naga verkrümmt sich zu engen, beängstigenden Knoten. Nur Sukarn beugt sich zur Seite, beugt sich mit zur Seite geneigtem Kopf vor.
Maya nickt, den Daumen gegen das Kinn gelegt. Sugarn, I found the way. Sugarn, ich habe den Weg gefunden. Gefühle pulsieren durch ihre Essenz, sie knistert im Äther. Yannis, you died. We saw. Yannis, du bist gestorben. Wir haben es gesehen. The way became dark, but this one brought light. Dieser Weg ist dunkel geworden, aber dieser Zwerg, da ist das Z-Klein, hat Licht gebracht. Sie dreht sich kurz zu dir. Doch so ganz Mund bleibt steif in seinem Grinsen, sein abgebrochener Zahn sichtbar. We will kill the Shuffler and free your soul, Yannis. Wir werden den Schlürfer töten und deine Seele befreien, Yannis. Ich bin hier. Yannis wendet sich mit einem verärgerten Zischen zu ganz zu. Do old scales cloud your eyes? The Shuffler glows like the God Walker, like the way. Trüben die alten Schuppen deine Augen? Der Zwerg leuchtet wie der Götterläufer, wie der Weg. Sie sieht in Richtung der ausgemergelten Adra-Ader. Sugarn und Yharnam folgen ihrem Blick. He will open the way. Er wird den Weg öffnen. Yannis zeigt zu dir, während sie zu verschwinden beginnt. Als der Rest von Yannis Essenz in das Zwischenreich zurückdriftet, blickt Sugarn zur Adra-Ader. Nachdenklichkeit huscht über seine Augen. Endlich dreht er seinen zurückhaltenden Blick zu dir. The gods give you power, yes. But is it enough? Die Götter geben dir Macht, ja, aber reicht sie Approach. Auch? Restore the blessing of the gods to the Adra. Komm näher, bring dem Adra den Segen der Götter zurück. Erstmal Stufenaufstieg. Mechanik, werde ich schlecht, ja. Oh, ach so, ja, hier unten noch ein Punkt. Überleben. Einen Punkt. Achso, hier unten können wir noch gar nicht hin. Hehe. Das war betäubender Schuss. Zusätzliche Verteidigung gegen Absetzangriffe, das ist immer gut. Ja, vielleicht das hier mal. Schützender Gefährte. Eine Angriffsbindung und hierdurch ein Genauigkeitsbonus. Ja, machen wir das mal so. Weil alles andere... ist nicht so gut. Eine neue Waffenfähigkeit. Armbrust, weiter. Äther. Äther kriegt mal Religion hier unten, wobei... ja doch, Religion ein bisschen. Und mehr Athletik. Weil er halt unser Stärke-Typ ist. Ja, was geben wir ihm? Erholungszeitverkürzung nicht unbedingt. Ansturm wäre nicht schlecht. Durchdringender Schlag. Das haben wir schon. Nehmen wir durchdringender Schlag und weiter. Großer Schildverbesserung und weiter. Gut. Xoti. Mehr Religion. Mehr Athletik. Zaubermäßig.
Ja, Kampffokus wäre mal nicht schlecht. Ich habe gesehen, wie sie oft genug unterbrochen wurde. Gib mir mal Kriegshammer. So. Alof. Diplomatie und mehr Athletik, sicher ist sicher. Zaubermäßig ist das Eisenhaut. Oh ja. Eisenhaut klingt gut. Kampfstäbe noch dazu. Bei ihr unbedingt Athletik. Und mehr Diplomatie. Was machen wir bei ihr? Treuer Gefährte. Ich bräuchte eigentlich das gegen Absitzangriffe. Wo ist denn das? Waffenträger. Ah, Wirbeln. Nehme ich hier das mal. Und Donnerbüchsen. What can I do? Gut, hier sind sehr viele Korallenkrieger eigentlich. Wobei es sind zwei Schützen, zwei Krieger und er, also würde das gehen, wenn ich da hinten das Totem schnell genug wegkriege. As your hand touches the dim Audra. You feel the same cool, pricking sensation that you did when you touched the pillar near Port Maje. You concentrate on the pillar. The world around you swiftly falls away, leaving only the vast emptiness of the in-between. The Audra and a multitude of golden threads undulating off into the distance. Als du den nur noch matt leuchtenden Adler berührst, spürst du dieselbe kühle bringende Empfindung wie damals, als du in Port Maje die Adlersäule angefasst hast. Du konzentrierst dich auf die Säule, rasch weicht die Welt um dich herum zurück. Jetzt gibt es nur noch die weite Leere des Zwischenreichs, den Adler und eine Vielzahl goldener Fäden, die sich in der Ferne in der Luft bewegen. Du gathers die Threads in deinem Mind und bind sie zusammen, forming a solid tether that ripples out toward its distant anchor. Again. A crack sounds from the terminus. Your consciousness is violently pulled along the cord. You are prepared for the sensation this time, but are still disoriented when you come to a sudden stop. You find yourself standing behind a familiar Titanic statue as it trudges through invisible waters. Ein zweites Mal sammelst du die Fäden in deinem Kopf und verbindest sie miteinander, schaffst eine solide Verbindung, die sich sachte in Richtung ihres fernen Ankers schlängelt. Erneut dorthin vom Endpunkt aus ein Knacken. Gewaltsam wird dein Bewusstsein das Seil entlang gezogen. Diesmal bist du auf die Erfindung vorbereitet, aber beim plötzlichen Halt bist du dennoch desorientiert. Du findest dich selbst wieder hinter einer vertrauten titanhafte Statue stehend, die durch unsichtbare Gewässer stopft. Your soul is dwarfed by the massive god's form. Energy pulses along the tether, each wave feeding the Audra's movements. He stops. His head cranes behind him, again accompanied by the sound of stone shearing and buckling. His eyes rest upon you. He does not reach for the cord, but considers you for a long span of silence before speaking. Deine Seele an Eotas Schulter erscheint neben der massigen Form eines des Gottes zwerghaft winzig. Ich bin sowieso ein Zwerg. Energie pulsiert durch das Seil, jede Welle speist die Bewegung des Adra. Er stoppt, sein Kopf regt sich nach hinten, wieder ist das zermalmende Geräusch von aufeinanderstoßenden Steinen zu hören. Seine Augen ruhen auf dir, er greift nicht nach dem Seil, sondern betrachtet dich lange schweigend, bis er endlich zu sprechen beginnt. Your first attempt to contact me was brave. This second attempt, is it born out of desperation or something else? Why do you continue to follow me? Watcher of Cadnua.
Dein erster Versuch, den Kontakt zu mir aufzunehmen, war sehr mutig. Aber was führt zu diesem zweiten Versuch? Verzweiflung? Oder etwas anderes? Warum folgst du mir weiterhin, Wächter von Kittenhua? Ja.